Die Bemühungen um europaweit einheitliche Standards für den Datenschutz sind einen Schritt vorangekommen. Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments stimmte heute für eine neue bindende Verordnung. Mit ihr sollen die Rechte der Verbraucher gegenüber den großen Internetkonzernen gestärkt werden. Die alten EU-Regeln waren von den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgelegt worden. Firmen wie etwa Facebook machten sich das zunutze. Facebook hat seinen Europasitz in Irland. Deshalb ist für das Unternehmen auch die irische Datenschutzbehörde zuständig. Und die gilt im EU-Vergleich als weniger streng. Das muss sich ändern, meint das EU-Parlament und fordert einheitliche Regeln in ganz Europa. Diese Datenschutzgrundverordnung soll den Menschen in der Europäischen Union einheitliche, starke Rechte geben gegenüber allen Unternehmen, die auf dem europäischen Markt sind, auch zum Beispiel Unternehmen aus den USA. Und diese sollen dann auch einheitlich in Europa mit scharfen Sanktionen durchgesetzt werden. Unternehmen sollen Kunden verständlicher darüber informieren, was sie mit persönlichen Daten machen. Für EU-Bürger soll es leichter werden, die Löschung von Daten durchzusetzen und Beschwerden sollen Kunden auch in ihrem Heimatland und in ihrer Sprache einreichen können. Unternehmen drohen in Zukunft harte Strafen, andererseits könnten sie von den neuen Gesetzen auch profitieren. Die Unternehmen gewinnen durch ein einheitliches System in Europa. Sie müssen sich nicht auf 28 unterschiedliche Rechtsnormen einstellen, sondern sie haben ein europäisches Datenschutzrecht, was sie anwenden können und für alle gilt. Die bisherigen EU-Datenschutzgesetze stammen aus dem Jahr 1995, quasi der Internetsteinzeit. Das EU-Parlament hat sich auf eine gemeinsame Position geeinigt. Ein wichtiger Schritt. Aber die Vorstellungen des Parlaments werden nicht das letzte Wort bleiben. Denn noch stehen die Verhandlungen mit den 28 Mitgliedstaaten aus. Und hier ist noch lange keine gemeinsame Position erkennbar.